schön, dass du wieder dabei bist. Gestern haben wir zusammen die Eismaschine, die WMF Eiscrememaschine 3 in 1 ausgepackt und heute zeige ich euch, wie versprochen, das Erdbeereis. In der Bedienungsanleitung steht ein vegan und laktosefreies Erdbeereis drin. Ich habe das aber ein bisschen abgewandelt zu den Zutaten, die ich da habe. Und zum einen nehme ich die doppelte Menge an Erdbeeren. Ich probiere das einfach aus. 150 Gramm Erdbeeren, in dem Fall 5 große, 30 Gramm Zucker, 80 Milliliter Sahne, ich habe hier diese 7%ige, 65 Milliliter Milch, eine Prise Salz und das war es auch schon an Zutaten. Die Erdbeeren müssen 2 Stunden mit dem Zucker ziehen, das heißt, wir bereiten die jetzt zuerst zu. Ich nehme jetzt einfach den Quick zur Hilfe, den Sechstelaufsatz. Leg sie einfach drauf und schneide sie damit. Man kann hier auch gegenhalten und drücken, aber die Erdbeeren sind ja weich, deswegen funktioniert es eigentlich auch so. Ruckzuck geschnitten und kurz abspülen und fertig. Geben wir jetzt hier die 30 Gramm Zucker hinzu. Schön vermischen. Da das püriert werden muss, geben wir das jetzt schon mal in den Behälter des Nutrimixers. Und die Erdbeeren müssen jetzt für 1 bis 2 Stunden ziehen und kommen zusammen mit der Sahne und der Milch wieder in den Kühlschrank, damit auch die Zutaten kalt sind. Die Erdbeeren waren jetzt eine gute Stunde im Kühlschrank und sind gut durchgezogen. Ich habe meine Waage auf Milliliter gestellt und gebe jetzt 80 Milliliter Sahne hinzu und 65 Milliliter Milch. Und eine Prise Salz. Das vermixen wir jetzt einmal. Die Maschine ist immer auf 15 Minuten voreingestellt und wir stellen sie jetzt auf 20 Minuten. Jetzt hole ich erst den Kühlbehälter. Der war jetzt 12 Stunden in der Eistruhe bei minus 18 Grad. Er wird eingesetzt, der Deckel wieder draufgesetzt und fixiert. Und jetzt stellen wir die Maschine an. Sie fängt an sich zu drehen und können jetzt die Flüssigkeit hinzugeben. Und jetzt sind wir gespannt, was da letztendlich bei rauskommt. Die ersten 5 Minuten sind um, beziehungsweise 6 und es bekommt schon so eine gewisse Konsistenz. Ich bin gespannt. 12 Minuten sind um, die letzte Minute läuft. Der Deckel mittig und wir nehmen es raus. Jetzt gucke ich mir erstmal die Konsistenz an. Das ist für eine Kugel noch nicht hart genug. Es ist schon cremig, aber das lassen wir jetzt noch mal 5 Minuten laufen. Und starten. Weil wir das mit dem Rührarm hochgehoben haben, müssen wir es jetzt einmal runterdrücken und starten noch mal 5 Minuten. So, 25 Minuten sind um und ich hoffe, dass es jetzt passt. Den Deckel mittig. Man sieht jetzt aber schon, es ist eine festere Masse geworden. Nicht so fest, wie man es kennt aus der Eisdiele, aber wir versuchen jetzt mal ein paar Bällchen zu formen. Ich habe euch ja erzählt, ich liebe Eis, also habe ich natürlich auch so einen schönen Löffel dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Optik finde ich ganz okay. Ich denke, es liegt auch daran, dass meine Sahne ja nicht vollprozentig fettig war, sodass die Konsistenz dann doch noch ein bisschen anders ist. Jetzt wird aber getestet. Sehr lecker, schön fruchtig und ihr seht im Behälter, man kann auch am Rand alles abnehmen und es bleibt nichts hängen. Ihr seht schon, ich kann gar nicht aufhören, es schmeckt richtig gut. Und ist mit einem Eis auf jeden Fall vergleichbar. Und vor allen Dingen, ihr wisst, welche Zutaten ihr drin habt. Das ist für mich das Entscheidende. Den Test hat die Maschine auf jeden Fall bestanden. Ich würde jetzt sagen, es ist wirklich für eine Person gedacht, da ich das locker alleine schaffe. Und ihr sicherlich auch. Wie versprochen zeige ich euch natürlich noch den frozen Joghurt und das Sorbet in den nächsten Videos. Ciao!